Ich habe mein Handy mit Klebeband auf mein Stativ geklebt, um dieses Video aufzunehmen. Und jetzt fragst du dich sicher, Übi, wieso hast du das getan? Zwei Punkte. Punkt 1, ich habe viele Infos, die ich mit euch teilen will. Ne? Channel News. Aber warum nehme ich das nicht an meinem Rechner auf? Ich habe keinen Strom. Also ich habe Anfang der Woche, das muss ich ehrlicherweise dazugeben, am Montag einen Brief bekommen, dass heute von 12.30 Uhr bis 16 Uhr mein Strom ausgeschaltet wird, weil hier irgendwas gebaut wird. Fragt mich nicht, ich hasse Baustellen. Ich habe es aber wieder vergessen. Und jetzt saß ich gerade an meinem Rechner, hatte gerade meine Mails für den Tag beantwortet, wollte mir noch kurz was zu essen machen, ne? Kochen am Herd mit Strom und jetzt war der Strom weg und jetzt wollte ich aber nicht 3 Tage in Folge kein Video bringen, weil das wäre ein bisschen viel und deswegen wird das Gameplay in Mario Kart gleich von Justin aufgenommen sein. Also wenn das Gameplay scheiße ist, blame Justin, nicht mich. Und ja, ihr habt jetzt mich hier mit Handyqualitäten und dann fahre ich irgendwo hin, wo ich Internet habe und versuche das dann irgendwie hochzuladen. Ich gebe mein Bestes. Also Freunde, viel Spaß mit den Channel News. Ich weiß, Mario Kart 8 kann ich nicht mehr spielen. Das verstehe ich, Bruder. Das verstehe ich vollkommen. Mario Kart 8 Deluxe kann ich nicht mehr schauen. Was kannst du nicht mehr schauen? Höchstens noch bei Übi in den Channel News. Oh, da würde ich es auch gucken. Genau jetzt. Mario Kart 8 Deluxe bei Übis YouTube-Channel jeden Sonntag, Samstag, Mittwoch. In den Channel News. Schaut an! So, machen wir es kurz und knackig. Ich habe 6 Punkte, die ich ansprechen will. Die sind aber tatsächlich alle sehr, sehr wichtig. Also fangen wir direkt an. Punkt 1 ist zeitlich sehr, sehr wichtig. Mein Splatoon-Turnier. Nächste Woche vom 10. auf den 11. ist mein Splatoon 3 Hübis Inkling Tournament erneut. Und dieses Mal zum ersten Mal in Splatoon 3 mit einem Preispool von 2.000 bis 3.000 Euro. Auf einen Sponsor warte ich noch, aber mindestens 2.000 Euro für den Gewinner sind schon mal safe. Und da ist jetzt am Wochenende noch ein Qualifikationsturnier. Fürs Community-Turnier sowie auch fürs Hauptturnier, wo es da um den fetten Preispool geht. Also, wenn ihr sagt, ich möchte bei diesem Turnier dabei sein, egal ob ihr ein Amateurteam seid und dann beim Community-Turnier mitspielt oder dass ihr, ob ihr ein Profiteam seid und dann beim Hauptturnier mitspielt, dieses Wochenende sind nochmal Qualifikationsspiele. Und das ist die einzige Chance, da reinzukommen. Das heißt, wenn ihr sagt, ich will da dabei sein, dann schnappt euch euer Splatoon-Team, geht auf den Discord-Server, der Link dazu ist in der Beschreibung, und spielt am Wochenende die Qualifikation, dann seid ihr nächste Woche auch beim Hauptturnier dabei, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Also, ne, wenn ihr da dabei sein wollt, dieses Wochenende ist die letzte Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Also ab auf den Splatoon Hübis Inkling Tournament Discord-Server. Dann, zweiter Punkt. Ab morgen ist Dezember und wie mittlerweile fast schon jedes Jahr mache ich wieder eine Stream-Aktion und ich werde genau das gleiche machen wie letztes Jahr, weil ich es einfach fucking cool fand. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich was anderes machen soll. Tue ich jetzt aber nicht. Ich werde wieder insgesamt 100 Stunden bis Weihnachten streamen. Sprich, wenn man jetzt 100 Stunden geteilt durch 24 Tage macht, ich werde jeden Tag circa 4 Stunden und 15 Minuten live sein. Also, Daily Streams ab jetzt bis Weihnachten und im Stream wird dann überall so, überall so ein Timer sein, der dann von 100 runterzählt und bis Weihnachten werde ich insgesamt 100 Stunden streamen. Also, wir machen das quasi nochmal, das hat letztes Jahr auch richtig gut funktioniert. Ihr könnt euch quasi, heute Abend streame ich aber auch ganz regulär, also quasi eigentlich ab heute bis zum 24.12. werden wir jeden Tag mindestens 4 Stunden live sein, entweder auf YouTube oder Twitch. Wo genau und um wie viel Uhr, das findet ihr wie immer im Streamplan, der ist in meiner Instagram-Story, auf meinem Twitter-Profil und auch im YouTube-Community-Tab. Da habt ihr immer alles, was ihr braucht. Dann Punkt 3, passend auch zu dem, was ich hier trage, auch nächstes Wochenende, also 9. schon am Freitag bis 11. ist wieder UI-Klamottenverkauf. Unsere nächste Kollektion kommt raus, falls ihr Sneak Peeks sehen wollt, falls ihr Bilder sehen wollt und alle Infos haben wollt. Das findet alles über Instagram statt, also wir mit UI kommunizieren wir ausschließlich über Instagram. Instagram einfach @UIClothing. Ja, da ist dann Verkauf. Der Verkauf geht nächsten Freitag los. Wahrscheinlich irgendwann am Abend. Eine genaue Uhrzeit kommunizieren wir noch. Wichtig, die Sachen sind ja leider wieder limitiert. Wir können es nicht wie beim Sommerdrop machen, wo wir quasi alle Bestellungen sammeln und dann die Klamotten produzieren lassen, weil das würde circa 2 Monate dauern und dann kommt das Zeug nicht mehr zu Weihnachten. Dementsprechend haben wir quasi wieder mit allen finanziellen Mitteln plus nochmal ein ordentlicher Batzen aus meinem privaten Konto nochmal obendrauf, haben wir so viele Klamotten produziert, wie es nur geht. Und die verkaufen wir. Aber wir können deswegen nicht garantieren, dass jeder was bekommt. Wir kennen die Problematik, wir finden es auch nicht geil, aber wir können einfach nicht 10.000 Klamotten produzieren und dann, was weiß ich, 5.000 verkaufen und die anderen 5.000 irgendwie wieder zurückgeben oder so. Das heißt, ja, also wir haben wirklich mit allem Geld, was wir hatten, Klamotten produziert und ab nächsten Freitag, am 9.12. irgendwann abends geht der Verkauf los und wer zuerst kommt, mal zuerst und ich hoffe, dass jeder von euch
etwas bekommt, wenn ihr was aus der UI-Kollektion haben wollt. Und wie gesagt, alle Infos, wann es losgeht, welche Produkte es gibt, wie sie aussehen, wo man bestellt, wie viel alles kostet, findet ihr alles jetzt schon oder im Laufe der nächsten Tage auf unserem Instagram-Account. Unten in der Beschreibung oder einfach auf Instagram at UIClothing. So, dann eine kleine Ankündigung. Es ist mal wieder soweit, dass wir Hide and Seek streamen, Freunde. Morgen Abend, circa 19.30 Uhr, würde ich sagen, werden wir auf Twitch wieder Hide and Seek streamen mit den üblichen Verdächtigen. Also Vic ist dabei, David ist dabei und Shimtex ist dabei. Und wir haben einen kleinen Twist, weil wir wollen ja nicht immer das Gleiche machen. Wir werden morgen auf Custom Maps spielen. Und das wird unfassbar cool, wenn wir natürlich diese ganzen Maps alle nicht kennen. Und da uns dann erstmal zurechtfinden müssen, das wird fucking cool. Da sind dann so Maps dabei, wie irgendwelche Maps aus Banjo-Kazooie oder die Sternwarte aus Mario Galaxy, irgendwelche Stages aus Mario Sunshine oder kompletter Custom-Müll. Wir haben auch Kakariko aus Zelda dabei. Also wir spielen quasi Hide and Seek auf ganz vielen verrückten Custom-Maps, die von Usern erstellt wurden. Und das wird, glaube ich, verdammt cool. Video dazu wird dann natürlich auch im Laufe der nächsten Tage kommen. Aber dass ihr hier einfach schon mal Bescheid wisst, Guys. Das Ganze morgen Abend auf Twitch. So, dann noch eine Kleinigkeit, zwei Kleinigkeiten. Punkt 1. Ich werde im Laufe des Dezembers noch einen Song veröffentlichen. Das ist jetzt, bringt euch jetzt nicht so viel, ich wollte es aber angesprochen haben. Da werde ich wahrscheinlich am Freitag die Aufnahme machen, also quasi audiotechnisch, dann auch am Wochenende ein Musikvideo drehen. Einfach nur, dass ihr euch darauf freuen könnt. Es wird wieder in eine tiefsinnigere, deepere Richtung gehen, aber ich habe diesmal ein Feature dabei, was ich sonst in der Art und Weise einfach noch nie dabei hatte. Und ich hoffe, dass es so cool wird, wie ich es mir vorstelle. Also ihr könnt auf jeden Fall auf euch auf was freuen, was sonst einfach noch nicht in anderen Songs in der Art und Weise von mir quasi kam. Ich sag mal zum Beispiel Repeat und Maske waren ja beides so inhaltlich und von der Aufmachung her sehr ähnliche Tracks. Von der Message her wird es auch wieder wie Repeat und Maske sein, aber es wird so ein Feature, also ein Element dabei sein, was ihr in der Art und Weise noch nicht gesehen habt. Und ich hoffe, es wird cool. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wird, denke ich mal, rund um Weihnachten wird der Track veröffentlicht. Und dann noch einfach ein Save the Date. Dann habe ich alles auf meiner Liste abgearbeitet. Ich wollte schon mal das Hübi-Charity-Datum durchgeben. Ich habe es immer mal wieder in Streams und so angesprochen, wenn ich gefragt wurde. Aber jetzt auch hier nochmal in Videoform. Hübi-Charity wird erst nächstes Jahr sein. Ich werde es wieder wie auch beim letzten Hübi-Charity machen. Und das Ganze quasi erst nach Silvester machen. Und zwar vom 7. auf den 8. Januar. Das ist ein Samstag auf den Sonntag. Warum nicht früher? Ich möchte natürlich das Datum so legen, dass möglichst viele zugucken können. Und da Weihnachten und Silvester, da die ja 7 Tage auseinander liegen, beide auf einen Samstag fallen, kann ich halt nicht irgendwie am Wochenende streamen. Also, ich meine, am Weihnachtswochenende sowieso nicht. Und dann eine Woche später an dem Wochenende geht auch nicht, weil dann an dem Samstag alle Silvester feiern und nicht über Charity gucken. Und ich will ja irgendwie so streamen, dass jeder zugucken kann. Und wenn ich unter der Woche streame, gibt es dann sicher ganz viele, die da arbeiten müssen, trotz Weihnachtszeit. Und ja, also ich habe halt irgendwie, also das ist quasi das erste freie Wochenende nach den Weihnachts- und Silvester-Festlichkeiten. Und ich hoffe einfach, dass dann da viele können. Also an dem Samstag oder an dem Sonntag findet dann hoffentlich jeder irgendwie ein bisschen Zeit mehr reinzugucken. Ne? Ich weiß noch nicht 100%, wohin ich spenden soll. Ich habe ein paar Sachen im Kopf, aber es ist noch nichts fest. Das heißt, wenn ihr sagt, hey Hübi, ich habe eine Organisation, die verdient Support und da habe ich das Gefühl, ja, da könntest du Hübi Charity Geld hinspenden, ne? Dann schickt mir doch einfach einen Vorschlag an folgende Mail, anfragen@uimedia.de. Schickt mir da einfach eine Mail mit einer Organisation, wo ihr sagt, ja Mann, die hat es verdient. Am besten vielleicht, wenn ihr einen persönlichen Kontakt dahin habt oder Erfahrungen damit gemacht habt, vielleicht mit Bildern oder Videomaterial oder Webseite oder was auch immer, dass ich mir das Ganze ein bisschen anschauen kann, weil, wie gesagt, ich bin mir noch nicht zu 100% sicher und meine bisherigen Projekte habe ich auch häufig einfach immer über persönliche Kontakte oder persönliche Empfehlungen von euch gemacht und deswegen würde es mich da sehr freuen, wenn ihr mich da ein bisschen bei der Auswahl der Projekte unterstützen würdet. So, ich hoffe, diese sehr provisorische Genius hat euch gefallen. Wenn ich euch jetzt noch ein Video empfehlen darf, meine lieben Freunde, falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch hier oben das Retalk-Video an zur aktuellen Lage im Land. Danke auf jeden Fall für alle, die schon gesehen haben und mir da positives Feedback gegeben haben. Ansonsten, wenn ich noch was empfehlen darf, hier unten ist einfach ein geiles Video, was ich euch ausgesucht habe. Das hat nämlich Justin euch ausgesucht. Und danke meine Kanalmember. Beim nächsten Mal dann wieder mit Guckenmikrofon und so. Ciao.